Hallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear, einem Grusel-Spaßspiel. Ja, ich mache tatsächlich jetzt noch eine Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich es nachher bereuen werde. Ich guck mal, wie weit ich komme, wie es nervlich kommt. Ich will natürlich schon so gerne machen, schon so gerne zocken, bis ich wieder in diesen Raum reinkomme, weil ich meine, wir haben jetzt zwei Türen und ich habe jetzt, weiß nicht, zwei Stunden schon gespielt. Wir machen jetzt mal frumpfröhlich weiter. Ihr seht, das ist ja der letzte Status vom Bild. Und es kann ja nur einfacher werden, weniger gruselig. Na, das ist uns ja klar. So, siehst du, wir machen jetzt auch direkt mal weiter. Ich habe vorhin bei der letzten Session so viel am Anfang gebrabbelt und gelabert. Ah, oh, schön. Dieses Spiel heißt ja auch, dreh dich nicht um. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich mich umdrehe. Aber gut, was sollen wir tun? Da geht's auch weiter. Ja, da kann man sich ja kaum entscheiden, so schön wie das ist. Ich gucke natürlich hier nochmal schnell rein. Wahrscheinlich kann man in diesem Spiel wirklich 100 Stunden... Oh, es ist neu. Ja, damit verbringen, irgendwo in irgendwelche Ecken und sowas zu gucken. Man kann es natürlich auch ohne durchspielen, ne? Also, ihr müsst hier nicht in alle Schränke und so reingucken. Das mache nur ich, weil ich einfach wissen möchte, was passiert. Weil ich einfach wissen will, was passiert ist. Ich möchte die Story, ich möchte das alles verstehen. Weil ich gerade das auch so besonders geil finde an einem Spiel, dass sie die Story ganz interessant zu sein scheint. Jo, das wirkt doch hier, als würde es da gleich irgendwie Brimborium geben. Was ist das denn für ein komischer Eimer? Oder ist das so komische... Ach, guck mal hier. Ha! Nagersamen. Ich sehe die Erde sich bewegen. Verfaulter Boden, nichts anderes wächst. Sind das hier wirklich eingepflanzte Ratten? Oder denkt ihr einfach, das sind Nagersamen und das ist schon völlig... völlig Spelunke im Kopf. Ich bin übrigens, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe, nicht aufgestanden hier, weil ich so Angst hatte. Ich weiß nicht, wie ich es heute Abend machen werde, wie ich jemals wieder aus diesem Eck hier rauskommen werde. Ja, wunderbar. Oh, ich dachte gerade, da steht einer. Jetzt mache ich mich auch schon selber irre, weißt du? Wo da nichts war. Aber was fliegt denn hier gleich durch die Gegend, ey? Das Klavier? Was ist das denn für einer? Das Bild kenne ich, glaube ich, noch nicht. Reicht ja nicht einmal! Alter, willst du mich fertig machen? Was habe ich erwartet, ne? Alter, dieses... Spiel ist einfach... Boah, guck mal, jetzt ist mir hier schon wieder was verspannt. Ich glaube, ich muss gleich noch in die Badewanne gehen. Trau mich schon nicht mehr hier reinzugucken. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen. Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies... Oh, mein Handy nervt rum. Wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabberte er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von, nun, weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Ah, das ist ja, glaube ich, unser Agent, für den wir hin und wieder mal Illustrationen scheinbar machen. Wie auch in diesem Falle, und ich sag mal so, die Story von dem Jungen, der in der Irrenanstalt ist, obwohl er eigentlich, beziehungsweise Schizophrenen oder Irre in der Irrenanstalt ist, könnte vielleicht auch was mit uns zu tun haben. Vielleicht sitzen wir ja auch gerade in einer Irrenanstalt und das ist alles nur in unserem Kopf. Das ist sozusagen, wir laufen hier durch unseren Kopf. Boah, da möchte ich nicht hin.
Schön, wenn ich mich jetzt umdrehe, verfolgt es mich. Juhu! Was passiert? Okay, es kommt nicht, um uns zu erschlagen. Ja, Tür zu, alles klar. So, da sind auch wieder irgendwie Türen. Hier ist nichts. So, ja, nein. Was ist das? Oh, geh weg! Fuck! Guck mal da hinten, was leuchtet denn da? Da sind Lampen draußen. Was war das denn, ey? Kann man hier angegriffen oder verfolgt werden? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh Gott, ey, wenn man hier... Boah, mein Handy nervt die ganze Zeit rum. Ich muss kurz ausmachen. Das ist so krass. Das nervt mich so ultra an. Das muss ich so weit weglegen, damit es nicht dieses Netzsuche die ganze Zeit und so macht. Das ist einfach so annoying. Danke, Base übrigens. Beste Netz. Not... Oh, was ist drin? Quälende Imitatoren. Klopf, klopf, klopf. Ich lasse sie nicht rein. Nur Kleider hinterlassen. Okay. Haunting Mimics. Knock, knock, knock. Not gonna let them in. Only clothes left behind. Ja, Ratten fressen jemanden und nur die Klamotten bleiben da liegen. Alles ein kleiner Traum. Aber dieser Geist oder was das da war, war so scheiße. Bitte nicht sowas, ey. Bitte nicht sowas. Warum habe ich überhaupt, warum spiele ich denn nochmal? Eine Stunde oder was? Nee, eine Stunde packe ich nicht. Boah, das ist so ein großer Raum, hier passiert was. Oh, ich hab schon so Angst und ich werde mich trotzdem erschrecken, wenn gleich was passiert. Ich weiß es doch, ich weiß es doch, ich weiß es doch. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, fällt irgendwie was. Das, ich will einfach nicht. Oh, Alter. Was? Was? Diese Tür, was mache ich denn? Ah, ah! Alter, und es ist alles gar nicht so gruselig eigentlich. Alter Vater. Oh mein Gott, das ist einfach nur so krass. Oh, es ist auch noch so dunkel hier und alles kaputt. Und ich traue mich überhaupt nicht, irgendwas zu lesen oder runter zu gucken oder mich umzudrehen, weil dann sowieso alles im Arsch ist. Und ach Mann, jetzt kommt... Oh Gott, ist die Tür wieder aufgegangen. Fuckface, ey. Oh Gott. Was ist grauenvoll einfach. Es ist einfach so grauenvoll gut gemacht. Und ich erkenne gar nichts. So, was? 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 Alter, ey. Ich will mich hier in dieses Bett legen und einfach nie wieder aufwachen. Oh nein, so eine Kiste. Ich habe mich gerade schon so ein bisschen erschreckt. Rechts läuft Audacity und zeichnet meinen Sound auf. Da habe ich mich gerade erschreckt von diesem Aufzeichnungsding. 23. Mai. Wie können sich zwei Menschen, die sich einmal so vollkommen, so hochgradig geliebt haben, so weit auseinanderleben? Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schlittert nur noch aus seinem Arbeitszimmer heraus und herein, wie besessen an einem gescheiterten Gemälde nach dem anderen arbeitend.
Er will nicht mal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat. Dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick. Eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemanns wahr werden zu lassen. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. What the fuck? Was? Warum ist sie ein Monster? Was hat sie denn gemacht? Dass er denkt, sie ist ein Monster. 9. Juni. 9. Juni, vergiss nicht. Da war doch die Hochzeit, oder? New Moon. Boah. Ich glaube, da war die Hochzeit. Da hatten wir doch in der ersten Folge oder in der zweiten Folge Licht ausgemacht. Trotzig was. Das war ein schönes Bild ausnahmsweise. Wird es explodieren? Wird es uns anfangen? Wird es fallen? Wird es uns fressen? Ja. Genau, wir haben dieses Save the Date gefunden, 9. Juni. Für unsere Hochzeit. So, gehen wir wieder raus. Entschuldigung. Warum? Das kann doch nicht sein, Alter. Das ist in... Einfach jeden Moment, egal was du tust, du rechnest immer nicht damit. Ich meine, gut, aber bei manchen Spielen, da rechnet man damit. Ich meine, gut, wenn ich mich... Aber das ändert ja auch wieder nichts dran, weil jedes Mal, wenn man sich fucking fuckig mäßig umdreht, dann ist sowieso wieder alles anders. Oh Mann, ich kote mich ein. Multiple Male. Ich freue mich über jeden Brief. 15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Neue Zettel an seinen Kunstwerken, von in denen er denkt, seine Frau hat die da dran gehängt, um ihn zu ärgern. Wo ich mir aber nicht sicher bin, ob er sie vielleicht selber dran gehängt hat, weil er selber seine Kunst gerade so abgekotet findet. Oh. Alter, was ist das? Ich traue mich nicht, mich zu bewegen. Was passiert, wenn ich mich jetzt bewege, wenn ich mich umdrehe? Was passiert dann? Bin ich das? Was mache ich jetzt? Ja, das ist hinter mir, glaube ich. Ich drehe mich um, warte. Ja, da ist nichts. Warum mache ich das denn? Boah, schnell hier rein, schnell Tür zu, Tür zu. Oh, boah, krass, wie sie... Ich pack dieses... Boah, diese wackelnden Figuren. Oh, diese, das ist echt so scheiße. Warum? Das muss man echt mit jemandem zusammenspielen eigentlich. Oh, komm, bitte, ich möchte diesen Brief lesen. Bitte. Bitte, dumme Scheißsteine. Nee, ich will nicht. Bücher. Ja, ja, Bücher, Bücher. Ich drehe mich um. Ja, das ist nur der Regen. Aber es passiert bestimmt noch was. Oh, ich pack's. Ich bin gerade echt... Warte mal. Warte kurz. Ich brauche Lippenpflege ganz dringend, weil... zur Beruhigung. Eigentlich brauche ich Bonbons zur Beruhigung, aber... Ich habe nur einen Lutschbonbon da und das wäre, glaube ich, störend. Oh, was mache ich denn eigentlich? Bin ich nervlich schon echt am Arsch gerade? Dieses Kackevieh da nochmal kommt, ey. Warum bitte macht dich dieses Kackevieh? Ich hasse dieses Kackevieh, ey. Dieses Wackelviech da. Ah, nee. Ah. Noch was im Schrank. Oh, ich kann das echt nicht. Da. Ist das schrecklich? Ist das schrecklich? Kratas, blind fools. Simple.
Blinde Narren. Ignoranten. Einfallspinsel. Idioten. Was haben wir noch? Hatten wir schon. Cretins. Sagt man aber so, ne? Cretins. Spring mich nicht an, liebes irgendwas. Da-da-da. Gott, das ist einfach so schräg. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking plant. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Passiv-aggressiv haben wir ja auch schon selber diagnostiziert. Warum haben wir jetzt, haben wir die dem Typen vom Gesicht getreten oder was? Dem hier vielleicht. Und dann hat er so gelacht. Ja, was passiert als nächstes? Gott, das ist einfach, ich rechne einfach mit dem Schlimmsten überall. Oh. Ich habe einfach Angst, jetzt wieder weiterzugehen. Was steht da? Pritschitz, Röses, Böses. Ja, okay. Mhm. Tür zu. Oh Gott, ich pack's echt nicht mehr lange, Leute. Es tut mir leid. Also ich glaube, da kann ich wirklich nicht mehr so viel am Stück machen. Das fuckt mich einfach so derbst weg. Oder ich muss mal wieder das versuchen, ohne Headset oder so zu spielen. Da brennt mir sowieso immer so die Murmel. Aber, ey Leute, ohne Witz. Die gehen aber auch so aggressiv zu manchmal, die Türen. Ja, da geht's runter. Hier waren wir aber noch nie. Was ist das denn für ein Raum? Die Bip. Oh Gott sei Dank, abgesperrt.